4. Also, das heißt, das ist ja die 1, 2, also Süden ist 1, Südwesten die 2, Westen die 3 und Nordwest die 4. Dann machen wir das hier mal so, genau. Und da kriegen wir auch gleich ein Riss. Oh, eine Höhle. Eine Höhle. In der Höhle können wir natürlich zum Beispiel Salz finden. Steine ist eh klar. Dann auch natürlich Quellwasser, frisches, gutes Trinkwasser eben. Dann auch Schatztruhen. Was war noch? Feuerstein natürlich und solche Geschichten halt. Ne? Das ist natürlich interessant. Okay. Ja. Dann haben wir im Geträumzimmer quasi fertig. Dann gehen wir in die nächste Runde rein. Der achte Tag. Eine Woche jetzt. Eine gute Woche. Ja, was machen wir? Wir könnten jetzt natürlich darüber gehen, in die Höhle untersuchen, denn wir haben sogar eine Laterne. Das geht so, dass man die Höhle natürlich auch ohne Laterne untersuchen kann, aber dann muss man eben immer diesen Gesundheitswürfel mitwürfeln und hat man Licht, erspart man sich das eben. Das heißt, dann kann man sich nicht verletzen oder eben verlaufen in dem Fall. Wir machen auf jeden Fall wieder. Ja, klar, wir haben ja 4 Punkte. Unsere Nahrung, wir versuchen auch mal Heilkräuter hinzukriegen, zu pflücken. Und dann könnte man natürlich hier die Traghilfe bauen. Und auch natürlich das Grundwasser, die Grube bauen. Ja. Macht, glaube ich, Sinn. Gut, wir hätten jetzt auch noch mal lieber nachdenken können. Weil umso mehr Karten man hier hat, ne, dann könnte man, ist halt sicherer, wenn man was bauen möchte, kann man gleich immer zwei oder mehr einsetzen. Wir suchen jetzt aber nach Ressourcen ab. So. 3 hat funktioniert. Das heißt, wir kriegen wieder unsere Nahrung. Ja, momentan überleben wir da ganz gut. Dann haben wir hier nochmal Ressourcen. Und das hat nicht funktioniert. Hier nochmal. Nein, okay. Dann brauchen wir eben hier wieder eine neue Karte. Wutausbruch, du hattest schon mehr Glück in deinem Leben und als wäre es noch nicht genug, verknackst du dir auch noch einen Fuß oder zieh eine Ereigniskarte. Ja, in dem Fall würde ich sagen, natürlich ziehen wir einfach so eine Ereigniskarte hier. Schauen wir gleich mal rein. Während deiner Tätigkeit findest du bestes Brennholz. Na, das hat sich doch so jetzt besser gelohnt. Dann kriegen wir hier wieder ein Holz und die Karte legen wir gleich wieder ab. So, okay. Das heißt, wir können hier weitermachen, nämlich mit Bauen. Schauen wir mal, ob das funktioniert wieder mit dem Grünen. Okay, hat funktioniert. Keine Verletzung. Würde ich sagen, wir bauen jetzt einfach mal diese Traghilfe da. So erledigt eben. Und dann machen wir es eben einfach so, damit wir das halt uns dran erinnern. Machen wir die einfach, was weiß ich. Oh, das geht gar nicht. Ach so, der macht nur den Rand außen schwarz. Ja, gut, dann machen wir es einfach ein bisschen größer. Muss man halt dran denken. Okay. Gut, wir können also 10 transportieren jetzt. Wir können aber hier auch noch mal was bauen. Blub. 4 und 3 hat also wunderbar auch funktioniert. Und jetzt bauen wir uns hier, würde ich sagen, diese Grundwasser. Nach Grundwasser graben wir. Wir haben ja eine Schaufel. Also gut. Wie geht das? Muss ich kurz nachdenken. Das geht dann unter Ressourcen, logischerweise. Genau. Das heißt, wir können jetzt dadurch nach Ressourcen suchen.
Aber wie merke ich mir das? Ich könnte hier jetzt einfach na, nicht hier, sondern hier symbolisch da so ein halt, das war das Falsche. Wir brauchen das hier. Weil wir können nur nach Grundwasser suchen und das ist natürlich zunächst mal in dem Fall unsicher. Ja, so könnten wir es eigentlich machen. Ist noch ein bisschen kleiner, so vielleicht. Dann kann man da immer dran denken. Also jetzt haben wir schon mal eine gewisse Wasservoraussetzung. Natürlich, wenn wir das jetzt so trinken würden, ja, müssen wir diesen blauen Würfel hier würfeln und gucken, ob das halt genießbar war. Oder wir machen eine Feuerstelle und können wir es abkochen. Dann hätten wir natürlich eine Nahrungsquelle hier, Wasser, Heilkräuter. Beste Voraussetzung. Da lässt sich schon überleben, eine Woche lang, bis das Schiff kommt. Also eigentlich sollte so gut wie nichts mehr passieren, wenn wir jetzt keine Spielfehler machen sollte. Ja, dann tun wir wieder trinken, essen. Es gleicht sich ja wieder aus. Du, die Nahrung kann ich gleich mal hier hinlegen, glaube ich. Den brauchen wir ja eigentlich gerade im Moment ständig. Und können natürlich wieder träumen. Hier habe ich nichts vergessen, oder? Schauen wir uns das nochmal an. Kein Trinken, Trinken, Essen. Wenn trinken und essen. Gut, die Voraussetzung grundsätzlich hätten wir jetzt ja mit dem Wasser dann. Müssen wir bloß daran denken. Dann wird man auch da eine Psyche extra kriegen. Und Unterschlupf, ja, soweit klar. Gut, was wir dann machen können, ist hier rechts dieser Schelder, der große Schelder bauen. Der kostet natürlich schon insgesamt 5 Holz und 2 Zweige. Aber der würde eben, ja, wie man hier sieht, unten Schelter träumen natürlich auch, aber zusätzlich eben eine Gesundheit, eine Psyche und einen Aktionspunkt pro Runde geben. Also der lohnt sich auf jeden Fall. Aber jetzt zunächst mal schlafen wir und träumen, glaube ich, hoffentlich gut. Wenn Gesundheit weniger als 5 ist, in Graus ist ein, soll das heißen, ein grausamer Traum, das raubt dir eine Psyche. Aber wir haben ja mehr. Also wir haben ja 9, oder wie sind das eigentlich? Ja, 9. Genau. Das heißt, ansonsten, du fühlst dich sehr wohl, plus eine Psyche, brauchen wir aber nicht, sind wir eh schon komplett voll gerade im Moment. Okay. Dann gehen wir schon in den 9. Tag rein. Und jetzt, was machen wir? Wir könnten die Höhle abs. Aber ich würde mich vorher noch ein bisschen absichern wollen. Wir suchen jetzt einfach hier nach Ressourcen. Ja, ist eigentlich voll logisch. Das heißt, wir versuchen Nahrung zu bekommen, wir versuchen Wasser zu bekommen. Wir versuchen zum Beispiel, den Feuerstein wäre nicht schlecht. Da fehlt uns aber immer noch das Gras dann. Oder kann man aus den Heilkräutern auch das? Nee. Nein, machen wir nicht. Das wäre eine grundlegende Spieländerung wieder. Genau, weil da gibt es ja ein eigenes Gras auch, wo mit schon Heilkräuter drin sind, abgesehen davon. Ressourcen suchen, Ressourcen bauen, brauchen wir jetzt momentan gerade nichts. Nachdenken, klar, aber na, ich suche jetzt lauter Ressourcen einfach. Weil es einfach logisch ist. So. Außerdem haben wir gar kein Risiko von der Gesundheit her. Das heißt, wir kriegen einmal hier wieder unsere Nahrung. Dann, ja, machen wir es mal einzeln. Dann haben wir auch hier, so, dann haben wir, machen wir einfach jetzt mal, was neu ist, das Wasser unsicher. Genau. Dann zum dritten versuchen wir mal die Heilkräuter hinzukriegen, wobei die momentan jetzt nicht so notwendig sind, aber es ist immer ganz gut, wenn man sowas auf Lager hat. Jawohl. Hat auch funktioniert, also Heilkräuter. Ja gut, also es geht uns doch ganz gut, glaube ich. Und eben nochmal. Oh, komm. Muss das sein? Oh, okay, Karte ziehen. Naja, wer weiß. Vielleicht ist ja was Gutes drin, hoffen wir mal. Du trittst auf einen scharfen Knochensplitter und verletzt dich dabei minus eine Gesundheit. Aber zumindest kannst du den Knochen verwenden. Na also, Knochen brauchen wir, das ist gut.
Da können wir uns nämlich dann so einen Speer irgendwann bauen. Hier haben wir den Knochen. So. Okay. Ja, da müsste man natürlich dann nachdenken, eine Idee finden, wie wir den Speer bauen können, auch wenn er momentan gar nicht notwendig ist. Das Feuer wäre natürlich jetzt nicht schlecht. Jetzt könnte man hier theoretisch, ne, eben die Nahrung hier drauf tun. Das heißt, solange die da in dieser Kühlgrube ist, ist die eben haltbar. Ja, damit wären wir schon wieder am Ende dieser Runde. Das heißt, wir müssen wieder essen und trinken. Ne, müssen wir nicht. Also, ich sage immer müssen. Wir müssen gar nichts. Wir können natürlich das Risiko jetzt auch eingehen und mal nichts essen, heben uns die Nahrung auf, dann geht halt hier die Gesundheit um 1 zurück. Das können wir uns eigentlich lockerlässig derzeit leisten. Ja, machen wir es doch mal so rum. Wir trinken nichts, wir essen nichts. Deshalb verlieren wir eine Gesundheit. Und dann haben wir eben jetzt in dem Fall 3 Nahrung gelagert. Der müsste doch vielleicht ein bisschen. Wie mache ich das, wenn ich da mehrere drauf stelle? Muss auch nicht sein. Man weiß ja automatisch hier. Okay. Das heißt, wir träumen natürlich. So. Im Traum kommt dir eine geniale Idee, eine Ideenkarte ziehen. Das ist natürlich auch sehr, bei die Feuerstelle, glaube ich. Das macht ja schon Sinn. Also, die Feuerstelle können wir uns bauen. Wir brauchen eben Funke, Gras und Holz. Das Gras halt noch. Alles andere haben wir ja schon. Jo, dann nächste Runde. 10. Tag. Das heißt, was machen wir jetzt? Wir bräuchten halt Gras, wenn wir ein Feuer machen wollen. Wir können natürlich das auch dann notfalls trinken. Würde ich aber momentan überhaupt nicht riskieren. Natürlich, warum auch? Wir haben ja genug Gesundheit. Ja, würde ich wieder Nahrung machen. Und wie ist denn das jetzt eigentlich mit dem Wasser? Ja, genau. Das Wasser ist kein Problem, weil wir haben ja die Amphore. Wir können also bis zu 5 Wasser hier. Die sind natürlich automatisch jetzt halt hier in der Amphore dann drin. Können wir uns aufbehalten. Also eigentlich, momentan macht es fast gar keinen Sinn, vom Land wegzugehen, bis eben, ja, eigentlich im Moment nur das Gras, wo fehlt. Dann könnten wir uns nämlich hier ein Feuerle machen. Wir müssen dann halt nur rechtzeitig, wenn das Schiff dann hier, nochmal hier, also hier kommt ja das Schiff dann in die Nähe der Insel. Und dann müssen wir halt gucken, ob es links entlang fährt an der Küste hier oder rechts. Das heißt, wir müssen dann halt ein Land hier erreichen. Aber das sollte normalerweise kein großes Problem darstellen. Na gut, wenn das Schiff jetzt hier oben kommt, es ja zuerst an, ne? Und dann fährt es je nachdem so rum. Dann müsste man hier quasi je nachdem 1, 2, 3, 2 oder 2 Länder mindestens laufen. Genau. Und hier auch, beziehungsweise wenn wir hier schon hinwollen, 1, 2, 3. Ja, wenn wir mehr Reaktionspunkte dann in dem Moment haben und auch nichts passiert, dass wir uns verlaufen oder einen Fuß verknacksen etc., dann sollte es auch gut funktionieren. Okay, das heißt, was machen wir? Suchen wir jetzt wieder Ressourcen zusammen. Ich hätte halt gerne so, sag ich mal, zum Beispiel 2 Heilkräuter. Gut, Essen haben wir genug, bisschen Wasser. Jetzt noch abkochen wäre natürlich super. Und dann würde ich doch schon mal aufbrechen wollen in diese Höhle da. Oder sollen wir es jetzt gleich mal riskieren? Wir haben doch ganz gut, ja, relativ gut Gesundheit. Könnte ein bisschen gefährlich sein. Komm, ich riskiere es jetzt einfach. Allein wegen der Spannung schon. Wir erkunden die Insel, nehmen aber noch ein zweites rein, damit wir notfalls zurückgehen können. Wir haben ja 4 Aktionspunkte, Gott sei Dank. Und dann würde ich sagen, erkunden wir natürlich das Gelände, beziehungsweise gucken in der Höhle auch.
Ja, so müsste es gehen. Das heißt, falls wir losziehen, nehmen wir Folgendes mit. Wir nehmen die Amphore mit, weil falls wir Wasser finden sollten, genau, können wir hier auffüllen. Den Teller brauchen wir nicht. Brauchen wir nur fürs Lagerfeuer. Und natürlich die Lampe für die Höhle. Dann nehmen wir noch die Nahrung mit. Die müssen wir dann aber am Ende der Runde entweder verspeisen oder hier wieder drauflegen. Ne? Sorry. So, und dann könnte man notfalls. Ja, komm, wir nehmen. Nee, warte mal, wenn wir zu viel mitnehmen. Ja, gut, wir können ja 10 Sachen. Nehmen wir die Heilkräuter sicherheitshalber. Wir gehen auf Nummer sicher. Mit. Das heißt, wir ziehen los. Und erkunden diese Insel in der Hoffnung, dass es jetzt auch funktioniert, ohne dass was passiert. So, dann würfeln wir. 1. Darf da nicht wahr sein? Keine Rettung, hat nicht funktioniert. Okay, aber Gesundheit ist nichts passiert. Das heißt, wir müssen hier tatsächlich wieder eine Karte ziehen. Blöd gelaufen. Zwar bist du verärgert, aber das bringt dich wiederum auf eine Idee. Ziehe eine Ideenkarte deiner Wahl. Das machen wir doch glatt. Dann würde ich doch sagen, in dem Fall vielleicht einfach die Sonnenuhr gleich. Ja, die gefällt mir. Ja, genau. Und das ist es nämlich. Die ist sogar wahnsinnig wichtig, weil wenn wir dann wirklich zum Schiff hinlaufen sollten, im Normalfall, dann wird man ja zufällig da irgendwo rumlaufen, ne? Das heißt, die brauchen wir ja zwingend sogar, damit wir dann bestimmen können, wo wir immer. Ja, in welche Richtung wir laufen. Okay. Das war also jetzt nichts, aber wir haben ja hier nochmal eins. Oder sollen wir das jetzt lassen? Das wäre auch doof, dann verlieren wir das. Wir machen es nochmal. So. Ach, wieder nicht funktioniert. Ohne Gesundheit verlieren wir auch noch. Okay. Schauen wir mal hier. Auch nicht. Tja, manchmal will es nicht so recht. Dann, du kochst vor Wut. Ja, die Karte passte echt fast gut. Versuchst aber dennoch ruhig zu bleiben. Deine Psyche reduziert sich. Aber du hast zumindest etwas Regenwasser gefunden. Trinkwasser. Okay. Also Psyche geht runter. Damit haben wir diesen Sonderaktionspunkt leider nicht mehr. Aber wir haben eben zumindest schon mal ein normales Trinkwasser gefunden. Legen wir es mal hier rein. Gut. Naja, gut. Okay, dann bleiben wir halt auf unserem Land. Vielleicht war das jetzt einfach Schicksal. Wir können das Gelände nochmal absuchen, oder? Ne, 1, 2, 3. Ne, haben wir schon 4. Ja, gut. In dem Fall verfällt dieser Punkt jetzt. Wir haben ja alles voll schon auf dem Gelände. Boom. Ressourcen können wir aber noch machen. Und da holen wir uns natürlich am besten entweder Heilkräuter. Zu früh gesprochen. Nee. Okay, Karte. Was sage mal, diesmal funktioniert gar nichts in der Runde. Du bist müde, stolperst auch noch über Lianen. Juhu, durch diese Verletzung verlierst du minus eine Gesundheit. Aber zumindest hast du Lianen gefunden. Jetzt schau mal, die Gesundheit. Da müssen wir gleich was unternehmen. Lianen haben wir gefunden. Okay. Ist auch schon was wert. Das heißt, wir könnten uns da zumindest schon mal einen Speer bauen. Knochen haben wir. Liane haben wir und Holz haben wir. Genau. Stein wäre auch gegangen, anstatt, obwohl, Feuerstein kann man natürlich logischerweise genauso hernehmen, das müsste ich noch dazu schreiben, anstatt Knochen kann man auch Stein oder Feuerstein, genau. Genau, wo war ich denn jetzt gerade stehen geblieben? Die Karten können wir wieder beiseite legen, hier gleich, und, die Gesundheit.
Also wir haben ja jetzt alle Aktionen schon erledigt. Das heißt, wir müssen wieder essen und trinken oder können essen und trinken. Das gleicht sich eben aus. Aber jetzt ziehen wir uns gleich mal die Heilkräuter hier rein. Das gibt uns nämlich gleich mal hier eine Gesundheit. Einfach nur zur Sicherheit. Gut. Dann träumen. Trinken könnte man natürlich theoretisch auch. Aber wenn es nicht funktioniert, verliert man die Gesundheit, ne? Du kannst dich an keinen Traum erinnern. Okay. Ja. Hätte man natürlich auch machen. Ach Quatsch. Ihhh. Wir haben doch das Trinkwasser. Naja gut. Das bleibt uns ja fürs nächste Mal auch. Okay, nächste Runde. Der 11. Tag. Manchmal hängt's, ruckelt's einfach hier ein bisschen. Der 11. Tag. Was machen wir? Wir haben keinen Sonderaktionspunkt jetzt leider. Wir könnten nebenbei mal auch Zweige machen vom Baum. Da können wir irgendwann vielleicht den Shelter mal bauen, den großen. Wir können eben auch ja was bauen. Entweder den Speer. Feuerstelle geht eben noch nicht. Also ich würde sagen, Speer. Brauchen wir wirklich den Speer? Zwingend, gerade im Moment nicht. Ist ja nichts vorhanden. Ich würde sagen, wir gehen nochmal auf die große Wanderung in Richtung Höhle. Und wenn wir dort sind, hoffentlich, dann können wir gleich mal hier das Gelände absuchen. Kommen wir zwar nicht in die Höhle gleich rein, aber egal. Ja, so machen wir es mal. Also, das heißt, wir gehen jetzt zuerst mal hier sozusagen wandern. Auf Inselerkundung eben. 3 hat funktioniert, aber eine Gesundheit geht schon runter. Na toll. Das heißt, wir können jetzt aber zumindest mal rübergehen. Ja. So sieht es übrigens von oben her aus. Wir gehen rüber und nehmen Folgendes mit. Natürlich die Laterne, die Amphore. Wir nehmen auf jeden Fall zur Sicherheit das Trinkwasser mit. Wir nehmen 2 Nahrung mit, die sind ja haltbar. Wir nehmen, das brauchen wir eher hier nicht. Heilkräuter hätte ich halt gerne noch mitgenommen. Ja, jetzt haben wir ja schon 5 Sachen. 5 Sachen. Brauchen wir wirklich 2 Nahrung? Risiko. Ja, machen wir es lieber so. Dann laufe ich lieber nochmal notfalls. Also gut. Dann können wir hier jetzt das Gelände absuchen natürlich. Habe ich was vergessen? Nö. Ach so. Nein, den Würfel. Ach, jetzt war ich wieder durcheinander. Den Würfel, den lilanen Orientierung brauchen wir natürlich nicht, weil das war ja schon aufgedeckt. Genau. Also jetzt können wir nach Ressource auf dem Gelände haben wir gehabt, suchen, genau. So. Kostet wieder eine Gesundheit, sag mal. Aber es hat zumindest funktioniert. Das heißt, hier kriegen wir eine. Trinkwasser, eine Quelle. Genial. Ich habe ja erhofft, dass es das in der Höhle auf jeden Fall geben wird. Aber noch so noch besser natürlich. Geil. Okay, also. Dann können wir eben nochmal wandern. Jetzt ist die Frage, gehen wir zurück? Wäre ja auch jetzt irgendwie Quatsch, weil ich will ja hier das Wasser ein bisschen sammeln. Ich könnte natürlich jetzt auf ein ganz anderes Gelände nochmal gleich gehen. Bringt das was? Also, das heißt, wir haben jetzt nochmal die Möglichkeit, ein weiteres Landstück zu erkunden, haben aber noch keine Orientierung. Das heißt, das könnte jetzt irgendein Land hier rundum sein, rein zufällig. Aber mal ganz ehrlich, wir könnten natürlich auch diesen Punkt jetzt einfach ja, vergessen und einfach ablegen, ohne was zu machen, bleiben auf diesem Land. Weil wenn ich jetzt wechsle auf ein anderes Land, dann muss ich ja wieder einen Punkt gleich einsetzen, um wieder daherzukommen.
Und jetzt ein ganz neues Land absuchen macht ja keinen Sinn, wenn wir hier Wasser gefunden haben. Allerdings muss man auch dazu sagen, in der Höhle könnte es Wölfe oder auch einen Bär geben. Sollte der Bär auftauchen, können wir das Land eh vergessen, weil man, keiner legt sich mit den Bären an. Wenn du jetzt in so einer Survival-Situation wärst und einen Bären siehst in der Gegend oder mehrere, dann würdest du wahrscheinlich dich auch nicht da in aller Ruhe hinlegen und da irgendwo rumpennen. Also ich würde es jedenfalls nicht tun. Unser Ziel ist ja zu überleben. Vor allem in dem Fall weiß er ja, etwa in einer Woche kommt wieder ein Schiff vorbei. Also eigentlich vernünftigerweise müssten wir jetzt einfach hier draufbleiben und halt mal ohne Shelter schlafen, würde ich sagen. Klar, wir können natürlich jetzt versuchen, auch zurückzugehen. Das wäre die andere Variante natürlich noch. Zurückgehen, dann hätten wir natürlich wieder den Shelter-Schutz. Tja, no risk, no fun, wie man so schön sagt, oder? Ich würde den jetzt einfach... Obwohl, wir haben noch ganz knapp nur Gesundheit. Die können wir zwar uns noch ein bisschen gleich aufpäppeln mit Trinken und Essen. Ein kleines Risiko ist es auf jeden Fall schon. Aber ich glaube, meine Entscheidung... Gehen wir zurück. Bleiben wir da. Gehen wir zurück. Bleiben wir da. Ich würde einfach vom Gefühl her da bleiben. Verschenke ich einfach diesen Punkt jetzt. In dem Fall haben wir die Runde erledigt. Das heißt, wir können jetzt einmal... Jetzt müssen wir halt dieses Essen da auch... Naja, müssen wir nicht, aber macht schon Sinn. Also trinken auf jeden Fall. Kriegen wir... Wie viel? Trinken eine Gesundheit. So. Und eine Gesundheit fürs Essen. Geht halt die schöne, die schöne Nahrung da jetzt auch drauf, ne? Und jetzt wären halt Heilkräuter noch gut, Mensch. Wie schaut's denn aus mit der Gesundheit? Ja, gut. Mal schauen, ob's gut geht. Wir träumen nicht. Stopp, stopp, stopp. Wir haben keinen Schalter. Das fällt ja auch weg. Okay. Naja, dann gehen wir in die nächste Runde. Es sind nur noch wenige Tage, bis das Schiff schon vorbeikommt, ne? Das heißt, wir müssen jetzt einfach ganz vernünftig versuchen, hier zu überleben. Das heißt, rein von der Logik her, würde ich jetzt Wasser... Wir haben ja die Amphore dabei. Können wir uns volle Kanne das Wasser hier... Oder wir können das Land auch nochmal absuchen in der Hoffnung, dass man auch Gras findet. Aber selbst wenn, ich habe einfach zu wenig Aktionspunkte. Nehmen wir mal an, ich setze es hier ein und ich finde tatsächlich Gras. Das ist ja schon mal, naja, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Aber selbst wenn, dann könnte ich hier einmal, wenn ich Glück habe, Gras pflücken und ein Wasser holen. Das ist doch nichts. Ich würde aber natürlich gerne schon mal in die Höhle so reingucken wollen, auch. Naja, jetzt versuchen wir einfach nur ganz vernünftig zu bleiben und ohne Gesundheitsrisiko versuchen wir Wasser hier zu schöpfen. Hat natürlich nicht funktioniert, war ja klar. Okay, also Karte ziehen. So kann es nämlich gehen. Und jetzt bitte keine Minusgesundheit. Das Wetter schlägt um. Jetzt kommt gerade die Karte, wo wir keinen Schalter haben, ist ja klar. Es herrscht Sturm und Regen. Du verkriechst dich in deinem Unterschlupf. Ansonsten kostet es dir minus eine Gesundheit, minus eine Psyche. Aber, Mensch, ich habe schon wieder einen Gedankenfehler gemacht. Wie kann man sich das immer festhalten? Weil wir haben ja automatisch natürlich einen Schalter mit der Höhle. Das heißt, wir hätten doch träumen können. Sollen wir das jetzt nochmal nachziehen? Oder einfach lassen, weil man sagt, na gut, wenn man so dämlich ist und es vergisst, Pech gehabt. Haben wir halt einfach nicht geträumt. Würde ich jetzt mal so sagen, nicht? Der war jetzt einfach zu dämlich, in dem Moment in die Höhle da reinzugehen. Auf die Idee ist er einfach nicht gekommen und pennt hier einfach irgendwo auf der Wiesen rum. Okay, aber zumindest ist mir es jetzt noch rechtzeitig eingefallen eben und deshalb gilt diese Karte eben hier nicht. Die sind jetzt übrigens schon alle erledigt.
Da werde ich im Laufe der Zeit auch noch mehr machen. Und dann können wir die noch mal mischen. Vielleicht noch mal abheben. Ne, das geht gar nicht, oder? Was gar nicht. Doch, geht. Ah, so, abheben auch noch mal. Und dann noch mal mischen. Na ja, gut. Okay. Also. Was hat man hier eigentlich noch mal gehabt? Ach so, das war die Nahrung und das ist erledigt. Ja, genau. Die gehört hier hin. So, also. Hat nicht funktioniert irgendwie, aber wir probieren es natürlich noch mal mit Trinken. Wasser. Und noch mal nichts. So war nicht mein Plan. Okay. So kann es natürlich laufen, gell? Hoffentlich haben wir jetzt nicht ständig hier Minus Gesundheit. Du hattest schon mehr Glück in deinem Leben, alles wäre noch den. Oder verknackst dir einen Fuß. Oder ziehe eine Ereigniskarte. Na, dann machen wir doch lieber das hier. So, und da steht, einlöse diese Karte. Gesundheitswürfel kann man auf 6 stellen. Okay, das ist doch schon mal was. So, trotz all dem, es hat nicht funktioniert. Jetzt habe ich nur noch hier eine Möglichkeit, das Wasser zu finden. Oder zu schöpfen, wie auch immer. Hat funktioniert. Also kriegen wir zumindest mal hier wieder ein Trinkwasser. Puh, schon ein bisschen gerettet dadurch. Das heißt, wir müssen jetzt natürlich die Runde wieder beenden und können aber jetzt eben tatsächlich trinken und essen. Soll ich das jetzt echt schon einsetzen? Weil hier können wir kein Essen machen. Aber ich will diesmal einfach auf Nummer sicher gehen. Ja, so, okay. Das alles auf den Kopf gestellt. Also, wir nehmen beide und kriegen dadurch eben zwei Gesundheit. Sieht schon mal wieder besser aus. Und jetzt können wir natürlich, da wir den natürlichen Unterschlupf, die Höhle haben, auch. Also ehrlich gesagt, ich würde jetzt in der Höhle nicht träumen, wenn ich davon ausgehe, dass da vielleicht Wölfe oder Bären drin sind, aber gut. Gehen wir mal davon aus, der ist ganz mutig. Schlaf bringt Gesundheit. Und das hat sich auch gelohnt. Das ist schon mal super. Jetzt müssen wir da das noch schaffen, dann kriegen wir wenigstens einen Aktionspunkt wieder mehr, Mensch. Das bringt schon ganz schön Spannung jetzt rein, finde ich. Also ich weiß nicht, wie ihr das jetzt so seht, aber mir gefällt das Spiel eigentlich immer besser, ganz ehrlich. Weil es einfach, ich mag das, wenn es so realistisch bleibt. Eben nicht nur rein auf Glück und ja, so nur spielen, das kann man mit anderen Themen auch machen. Aber gerade so in dem Survival-Themenbereich muss es meines Erachtens oder sollte es schon sehr realistisch bleiben. Sonst kann ich gleich natürlich Zombies einbauen und solche Geschichten. Ja, in der Höhle gibt es bestimmt auch Zombies. Also, 13. Tag. 13. Tag. Ihr wisst vielleicht, wenn ihr das letzte Video gesehen haben solltet, was am 13. Tag geschehen ist. Nämlich da ist er umgekippt und war hinüber. Ist von uns gegangen. Genau am 13. Tag auch noch. Das war echt witzig. Das ist mir erst dann aufgefallen beim Videoschneiden eigentlich erst. Okay. Jetzt setzen wir mal hier ein. Wir machen jetzt ganz easy Wasser, Wasser, Wasser suchen, schöpfen. So. Hat funktioniert. Wir kriegen schon mal einmal Trinkwasser. Und diesmal muss es auch gescheit laufen hier. Und hat funktioniert mit Trinkwasser 2. Und gleich nochmal. Komm schon. Komm schon, komm schon. Na, aber jetzt hier eine 6, komm. Halt, das war die falsche Karte. Da brauchen wir eine. Die muss ich ablegen. So. Also, jetzt komm. Wenigstens hier eine gescheite Karte. Bisschen Glück muss man da haben. Zwar bist du verärgert, aber das bringt dich wiederum auf eine Idee. Zieh eine Ideenkarte.
Brauchen wir die jetzt eigentlich wirklich noch unbedingt oder sollen wir so eine Ereigniskarte? Nee, wir nehmen eine Ideenkarte und zwar entweder der Speer tatsächlich. Fackel brauchen wir eh nicht mehr. Na, sind wir schon. Hasenfalle brauchen wir auch nicht. Nö, Amphore auch nicht. Also wir nehmen einfach den. Halt, da war noch was. Speer oder Steinbeil. Ja, das wäre auch nicht schlecht. Wenn wir einen Shelter bauen, dann wird es gut, weil dann können wir nämlich doppelt so viel Holz immer schlagen. Aber ich nehme trotzdem mal den Speer, falls doch noch ein Wolf auftauchen sollte. Okay. Damit ist die Runde schon erledigt vorerst. Das heißt, wir trinken. Wir können allerdings nur einmal trinken pro Runde. Kriegen wir eine Gesundheit. Essen haben wir leider nichts. Aber immerhin, schau her, wir haben es geschafft, wieder nach oben zu kommen. Wir haben einen Aktionspunkt wieder zusätzlich. Hoffentlich bleibt es auch da oben jetzt. Wir können auch wieder träumen in der Höhle. Gut, was man jetzt einbauen könnte, wäre natürlich, dass man sagt, wenn der Unterschlupf eine Höhle ist, ne, bringt das eine gewisse Gefahr. Irgendwie so. Du träumst sehr intensiv, weil du gut schlafen konntest. Ja. Dies bringt dir neue Energie für den nächsten Tag. Jawohl. Und jetzt haben wir nämlich 5 Aktionsmöglichkeiten. Geil. Okay, der 14. Tag. Wir haben den 13. tatsächlich überlebt. Juhu. 2 Wochen. 2 Wochen sind wir schon hier auf dieser Insel. Haben aber noch nicht viel gesehen davon. Gerade mal hier das kleine Stückle. So, was machen wir? Jetzt haben wir 5 Aktionspunkte. Wir können natürlich das Gelände nochmal absuchen nach Ressourcen. Das würde ich auch in dem Fall einfach mal gerne nochmal probieren, in der Hoffnung, dass wir vielleicht doch noch Gras finden. Dann würde ich die Höhle. Muss ich das jetzt riskieren? Am Schluss kommt da so ein Wolf raus und ich muss dann am Schluss und in der nächsten Runde unter Umständen, wenn ich Pech habe, noch rumkämpfen. Außer ich mache so, dass ich gleich wieder zurückgehe. Aber warum sollte ich jetzt eigentlich zurückgehen? Ich habe doch hier auch einen Shelter. Ja gut, Nahrung kann ich hier halt machen. Gell? Aber ich kann auch absuchen in der Hoffnung, dass es hier auch Nahrung gibt. Das wäre natürlich auch nicht dumm. Wir suchen oder schöpfen auf jeden Fall Wasser. Wenn wir das mal hätten, einen guten Vorrat, das wäre natürlich schon klasse. Sollen wir gleich alle 4? Bei 3 wird es ja nicht unbedingt wahrscheinlich dreimal hinhauen, ne? Jetzt würde ich gerne natürlich nochmal das Gelände zweifach absuchen. Und andererseits auch vielleicht am Schluss dann zumindest, ne? Ganz am Schluss, wenn ich schon gut Wasser habe. Vielleicht noch die Höhle absuchen, weil selbst wenn dann ein Bär oder ein Wolf vorhanden ist, kann ich ja dann, das gilt ja eh erst frühestens nächste Runde, vielleicht schaffe ich es dann ja noch hier zurückzugehen. Das heißt, eigentlich müsste ich hier sicherheitshalber, wenn ich ganz sicher gehen wollte, müsste ich hier jetzt einfach nochmal einen bereitlegen, dass ich zurückgehen kann. Oder ich gehe eben Risiko ein und hole zum Beispiel nur Wasser. Zuerst mal. Dann könnte ich das rüberbringen auf die in unser Hauptlager. Nehmen wir mal an, ich würde es schaffen, jetzt tatsächlich 5 Wasser. Ne, 4 maximal. Ne? Dann wäre die Amphore voll. Nehmen wir mal an. Und sobald die voll ist, würde ich zurückgehen. Dann wäre ich auf jeden Fall wieder auf der sicheren Seite und könnte da wieder Nahrung machen. Ein paar Runden, aber was heißt ein paar Runden? So viel. Das Schiff kommt ja schon in 2. Okay. Was kann man in der Höhle noch Wichtiges finden? Ja gut, so eine Schatztruhe. Ja, gut. Wir machen so, wir suchen zweimal das Gelände ab. Auf Risiko. Wir haben ja gut Gesundheit jetzt. Also. Ja, so machen wir es. Wir suchen das Gelände ab mit Gesundheit.
Aber wir können die Karte hier einsetzen. Gesundheitswürfel geht auf 6. Dann verlieren wir da keine Gesundheit. Schon mal gut. Das hat nicht funktioniert. Wir können hier noch die 6 probieren. Auch nicht. Sprich, wir müssen eine Karte ziehen. So rum. Wutausbruch am Strand. Hast du eine Flasche mit Medizin gefunden? Das bringt dir 2 Gesundheit. Haben wir doch gerade schon voll. Kann die nicht ein andermal kommen? Okay. Ach so, Moment. Wo war die gerade? Denkfehler, fast wieder Denkfehler. Gerade noch im letzten Moment. Wir können anstattdessen natürlich einfach auch eine Ereigniskarte ziehen. Okay, dann machen wir doch das. Und die haben wir ja schon gerade eben eingesetzt. Jawohl, so kann man es machen. Grüner Gesundheitswürfel wird nicht gewürfelt. Okay, auch in Ordnung. Dann lege ich die mal hier hin zur Erinnerung. Das heißt, jetzt suchen wir natürlich nochmal das Gelände ab. Und 4 hat funktioniert. Soll ich den grünen? Wird nicht gewürfelt. Ja, ich setze die Karte ein. Eigentlich nicht unbedingt sinnig, weil es ja voll ist, aber ich will diesen Extra-Bonus AP da nicht verlieren, wenn möglich. Ne? Also, das heißt, der wird gar nicht gewürfelt. 4 haben wir eben eine.